Ab morgen fange ich mit Diät an. Diesmal fange ich wirklich morgen mit Diät an. Ja, Mann. Okay, ich fange jetzt wirklich morgen mit meiner Diät an. Morgen 100%. Stopp, Leute. Und habt euch wiedererkannt? Die, die Diät jedes Mal auf morgen weiter verschieben, der Typ, der schlechte Laune hat, wenn er Diät hat. Jo, Bruder, alles klar, Mann? Mann, nerv mich mal bitte nicht, Mann. Was ist denn los, Mann, nerv mich nicht. Ich hab grad Diät, ich hab andere Probleme, okay? Ich hab andere Sorgen, Mann. Okay. Geh mal bitte. Sonst noch was? Hast du Salat? Aber fettarm, abgeschnitten. Ohne Wasser, schön trocken. Und die Frauen, die ihr Leben lang Low Carb machen, obwohl sie 4 Kilo wiegen und Angst haben, Luft einzuatmen, weil sie denken, scheiße, wenn ich atme, könnte ich Kohlenhydrate zu mir nehmen. Sie sind sogar so dünn, dass wenn ein Wind zukommt, sie wegfliegen und sie sich an einer Stange festhalten müssen. Aber kommen wir zu den Fitness-Typen. Der Booster-Süchtige. Ich brauche einen neuen Booster, der richtig kickt, Alter. Alle anderen sind zu scheiße, Mann, Alter. Hast du was da? Gib mir Stoff. Bist du sicher? Ja, ich brauche Stoff. Was Richtiges? Ja. Ja, okay. Hier, komm. Oder kennt ihr diesen Moment, ihr guckt euch in den Spiegel an und denkt, boah, bin ich breit geworden. Und dann seht ihr einen anderen, der breiter ist und auf einmal schämt ihr euch vor euren Körper. Man dachte vorher, man wäre Hulk und auf einmal fühlt man sich wie ein Embryo. Oder die Fitnessgirls, die jedes Mal Bauch, Beine, Po trainieren und extra knappe Sachen anziehen und dann am Ende des Tages sich beschweren, dass sie angeguckt werden von Männern. Bauch, Beine, Po, 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 ja. Aber dann gibt es doch die Männer, die auf einmal übermotiviert sind, wenn sie eine Frau sehen und dann auf Möchtegern-Personal-Trainer machen. Halt. Erstmal die Gewichte ablegen. Ich zeig dir, wie es richtig geht. Wichtig ist erstmal, du musst deine Arme drauf vorbereiten, okay? Lass jetzt mal gerade die Arme. Die Richtung ist gut, okay? Komm mit. Aber warte mal, kommen wir wieder zu den Fitnessgirls. Ich glaube, die meisten Frauen sind wirklich so. Sie gehen nur ins Fitnessstudio, um Selfies zu machen, um sich zu markieren und dann war's das auch mit ihrem Training. Okay, schnell das Studio markieren, genug Bilder gemacht. Okay, das war's für Training heute. Oder die Typen, die warten nur drauf, bis das Mädchen an ihnen vorbeiläuft und dann machen sie die Übung übermotiviert. Kennen Sie die Leute, die wie ein Dinosaurier schreien, wenn sie eine Übung machen? Oder die wie eine Schlange zischen, wenn sie eine Übungsausführung machen. Oder die Pussy. Ah, meine Schulter, nee. Das ist nicht normal, die Bewegung. Ah, das tut weh. Es ist auch so warm hier drinnen und es stinkt. Oh, jetzt habe ich doch eine Erkältung. Ah, mein Knie. Ah, ich muss erstmal ein Jahr Pause machen. Der Typ, der sich selbst motiviert, bevor der Satz losgeht. Barry, du bist der Stärkste. Meinst du wirklich? Ja, Mann, du schaffst das. Ach, Mann, sag doch sowas nicht. Doch, Mann, du schaffst diesen Satz. Okay, ich glaub dir. Der Typ, der Ausreden sucht, bevor der Satz losgeht. Hey, komm, los geht's halt mit den Satz. Ja, Bruder, das Ding ist so, ich hab hier übertrieben Muskelkater, Mann. Und jetzt? Ist doch egal, scheiße. Ja, Mann, Bruder, und ich hab noch Wäsche zu Hause, die muss auf jeden Fall aufgehangen werden, Digga, weißt du? Dein Ernst? Die ist auf jeden Fall. Und meine Uhr, die ist auch nicht schlecht. Oder das Fitness-Couple, was verliebt ein Fitnessstudio ist. Mach das zu Hause, Mann. Okay, und Schatz. Und jedes Mal, wenn du rüber gibst, heißt es, dass ich dich ganz doll liebe, okay? Yes, und runter, ich liebe dich. Das musst okay. Du auf jeden Fall auf Instagram posten. Das Hashtag couple goals, we are the best dream team, you know. Yes. Never give up, we together are the best, you know what I'm talking about? Mann, ich will auch, Mann. So ein Fitness-Buddy ist voll schön, Mann. Oder der Angeber, der denkt, dass er der Stärkste und der Krasseste im Fitnessstudio ist. Ja, um meine Form zu haben, musst du wirklich jahrelang trainiert haben. Weißt du, ich habe schon ausgeprägte Muskeln, aber die sind, glaube ich, ausgeprägter als von den meisten Menschen hier in diesem Raum, verstehst du? Und um ehrlich zu sein, bin ich, glaube ich, auch der Durchtrainierteste. Und ja, ich bin schon wirklich... Hallo? Hallo? Und zu guter Letzt, die häufigste Rasse im Fitnessstudio, die Selbstverliebten, die sich am liebsten selbst aufessen würden. Oh ja. Yeah. Heute sehe ich besonders gut aus, die bibbernden Brustmuskeln. So heiß.